endlich mal wieder Showtreppe gehen hier im Bilsterberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV und herzlich willkommen am Bilsterberg, wo es gerade geregnet hat. Unverschämterweise, wo ich doch hier drehen will. Denn ich möchte euch heute den Jeep Compass vorstellen. Der ist seit 2007 im Programm von Jeep und 2016 gab es dann die zweite Produktgeneration. Ja, der Wagen basiert auf der gleichen Plattform wie auch schon der Jeep Renegade, also ein kleiner, und der Fiat 500X. Seine Weltpremiere hatte die zweite Produktgeneration vom Compass übrigens in Brasilien und das nicht ohne Grund, denn der Wagen wird auch für den europäischen Markt in Brasilien gefertigt. Beim Euro-NCAP-Crash-Test haben sie ihn gegen die Wand gefahren, die zweite Produktgeneration. Da hat er alle 5 von 5 Sternen geholt. Somit können wir sagen, es ist ein sicheres Auto. Unseren Testwagen, so wie er hier steht, den können wir leider nicht für euch nachkonfigurieren. Da haben sie was an den Optionen geändert. In der Kombination, wie ihr ihn hier seht, gibt es ihn einfach nicht mehr. Da muss man jetzt zum Beispiel ein Glasdach dazu nehmen, um die gleiche Ausstattungslinie zu nehmen. Ist halt schon ein bisschen älter, der Wagen. Aber trotzdem, denke ich, ist das Review noch aktuell genug, damit ihr euch einen Eindruck verschaffen könnt. Der Jeep Compass ist ein Kompakt-SUV. Der stärkste Mitbewerber in dem Segment oder der Marktführer, das ist der VW Tiguan. Dann gibt es ja seine Artverwandten, der Seat Ateca oder der Skoda Karoq. BMW X1 könnte man auch nennen oder der Mercedes GLC. Wohl am besten passt für mich zumindest als Mitbewerber der Range Rover Evoque. Und es gibt natürlich noch zahlreiche andere. Ich zähle aber hier immer nur so ein paar Autos auf. Jeep bietet den Compass bei uns in Deutschland mit 5 Motorisierungen an, 2 Benziner, 3 Diesel. Beide Benziner haben als Rumpf 1,4 Liter Hubraum. Der eine hat 140, der andere 170 PS. Die 140 PS Version gibt es nur mit Frontantrieb und handgerissen, also mit einer 6-Gang-Handschaltung. Die 170 PS Version hat Allradantrieb und eine 9-Gang-Automatik. Der kleine Diesel hat 1,6 Liter Hubraum, leistet 120 PS. Auch hier der Einstieg wieder nur mit Frontantrieb und 6-Gang-Handschaltung. Dann gibt es einen 2 Liter Diesel, einmal mit 140 PS, das ist der Wagen, sage ich euch gleich mehr zu. Und dann noch mit 170 PS, der stärkere Diesel, der hat dann auch wieder serienmäßig Allrad und eine 9-Gang-Automatik. Uns hat Jeep hier den 2 Liter Diesel gegeben, rein Vierzylinder, übrigens auch alle anderen Motoren. Der hat 140 PS, verfügt über ein maximales Drehmoment von 350 Newtonmeter und liegen bei 1750 Umdrehungen pro Minute an. Unser Wagen hat Allradantrieb und die 9 Stufen Automatik. Der Allradantrieb sieht so aus, dass es eigentlich ein Fronttriebler ist, wo dann je nach Fahrsituation auch Kraft an die Hinterräder weitergegeben werden kann. Zudem gibt es auch eine Sperre, dass man hier sich besser im Gelände bewegen kann, und auch diverse Offroad-Programme. Und jetzt noch die restlichen Fakten, Fakten, Fakten hier zum Jeep Compass mit dem 2 Liter Diesel und den 140 PS und Automatikgetriebe. Der beschleunigt von 0 auf 100 in 10 Sekunden glatt. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht man dann bei 182 km/h. Der Jeep Compass verfügt über einen Tankinhalt von 55 Litern. Beim Neftsverbrauch laut Jeep von 6,4 Litern Diesel auf 100 Kilometern könnte man theoretisch auf eine Reichweite von fast 850 Kilometern kommen. Den kombinierten CO2-Ausstoß gibt Jeep mit 167 Gramm pro Kilometer an. Der Jeep Compass ist 4,39 Meter lang beim Radstand von 2,57 Meter. Er ist 1,64 Meter hoch und misst in der Breite 1,82 Meter. Von Außenspiegel zu Außenspiegel ist er 2,03 Meter breit. Der Wendekreis des Jeep Compass beträgt 11 Meter. Das Leergewicht ist mit 1816 Kilogramm angegeben, das zulässige Gesamtgewicht mit 2132 Kilogramm. Und weil es sich bei dem Jeep Compass um ein SUV handelt, hier die üblichen Offroad-Eigenschaften in Zahlen ausgedrückt. Böschungswinkel vorn 21 Grad, Böschungswinkel hinten 32 Grad, Rampenwinkel 23 Grad und die Wartiefe ist mit 400 mm angegeben. Der preiswerteste Jeep Compass ist für 25.700 Euro zu haben. Unser Testwagen hat einen Basispreis von 37.700 Euro, kostet aber so, wie er hier steht, naja, nicht wirklich, 42.980 Euro. Die Versicherungsklassen habe ich auch noch für euch. Haftpflicht 19, Vollkasko 24 und Teilkasko 20.
Jeep bietet den Compass bei uns in Deutschland in 4 Ausstattungslinien an: Sport, Longitude, Limited und Trailhawk, wobei Trailhawk dann besonders Offroad-fähig ist. Wir haben hier die Limited, quasi die höchste Ausstattungslinie. Die verfügt dann auch über Bixenon-Scheinwerfer hier, wobei der Jeep Compass serienmäßig in der untersten Ausstattungslinie mit Halogenscheinwerfern kommt. Halogen Leuchtmittel finden wir auch hier in den Nebelscheinwerfern. Die Farbe unseres Testwagens nennt sich White Pearl Metallic und wir haben zusätzlich noch das Dach in Kontrastfarbe Glossy Black. Insgesamt gibt es 21 Farbkombinationen für das Fahrzeug und wer nichts für Farbe ausgeben will, der nimmt Uni Weiß, da muss man nichts extra zahlen. Die Bodenfreiheit hier beträgt 21,5 cm. In der Basis steht der Compass auf 16 Zöllern. Zu unserem Auswahlmodell müssten eigentlich 19 Zöller gehören. Jeep hat uns hier aber schon Winterreifen gegeben und die auf 18 Zöller gesteckt. Das sind Continental Winterkontakt in den Dimensionen 225, 55, eher 18. Vorne und hinten haben wir Scheibenbremsen. Vorne haben sie einen Durchmesser von 305 mm und sind innenbelüftet. Und hinten ist eine normale Bremsscheibe mit einem Durchmesser von 278 mm. Ja, wenn wir uns das Heck angucken, erstmal oben eine Stummelantenne, ja, aus den 90ern halt übrig geblieben. Dahinter dann ein sehr breiter Dachkantenspoiler, wie wir das kennen. Der endet hier auch seitlich in den Flicks. Oben eingelassen die dritte Bremsleuchte. Die Rückleuchten sind zweigeteilt, nicht nur hier technisch, sondern auch von den Leuchtmitteln. Wir haben ein bisschen LED-Technik, das ist hier die Signatur. Und innen drin ist dann aber doch sind normale Leuchtmittel, das gilt auch für die Rückfahrscheinwerfer. Eine Auspuffanlage haben wir tatsächlich auch optisch sichtbar. Da sind 2 Tüten, die sind auch echt auf der rechten Seite. Jetzt fahre ich in die abgedunkelte Halle, um euch hier das Licht in Aktion zeigen zu können. Ich starte das Fahrzeug. Der Lichtschalter findet sich in der Autolichtstellung. Da haben wir einmal Fernlicht. Ne, das war Lichthupe. Und das ist Fernlicht. Zack. Dann könnte ich mal blinken. Wir haben noch Nebelscheinwerfer vorne, die ich aktivieren kann. Das Licht ein bisschen breiter unten. Und das wäre nochmal das Standlicht. Und ich kann das Licht auch ausschalten, wobei das gleiche ist. Ja, dann kann ich den Motor auch wieder ausmachen. Ich starte den Motor wieder, der Lichtschalter nach wie vor der Autolichtstellung. Ich könnte jetzt auch sagen, normales Fahrlicht, das ist Standlicht, Licht ausgeschaltet. Ich gehe wieder zurück in die Autolichtstellung und kann hinten die beiden Nebelschlussleuchten aktivieren. Das ist die Bremse. Und hier seht ihr die beiden Rückfahrscheinwerfer in Aktion. Dann kann ich noch blinken an beiden Seiten oder euch den Warnblinker zeigen. Und im Prinzip war es das auch schon. Und ich stelle das Auto wieder aus. In der abgedunkelten Halle bewege ich mich auf das Auto zu, öffne den Wagen. Vorne und hinten gehen die LED-Lichter an und unter dem Spiegel meldet sich auch nochmal ein Lämpchen. Das erhält den Einsteigebereich im Prinzip. Öffne ich die Tür, hier habe ich die Einstiegsbeleuchtung, die mich empfängt. Und ich starte auch sofort den Motor. Die Einstiegsbeleuchtung aus und ich sehe hier, dass die Schalter alle schön weiß beleuchtet sind. Also alles, was eine Funktion hat, ist hier auch ordentlich beleuchtet. Das gilt dann auch für das Lenkrad und die Schalter neben dem Lenkrad und auch die Fensterheber und die Spiegelverstellung. Ein Ambient Light bietet das Fahrzeug allerdings nicht. Das ist der Schlüssel vom Jeep, hinten der Jeep-Schriftzug und vorne 3 Schaltflächen, Fährriegeln, Endriegeln und den Kofferraum öffnen. Das kann ich auch noch mit dem Schlüssel machen. Ja,
Ich verriegel das Fahrzeug mal und entriegel es wieder, bleib auf dem Öffnerknopf stehen mit dem Finger, drücke. Aber die Fenster fahren nicht runter über die Funktion. Ich verriegel den wieder, stecke mir den Schlüssel in die Hosentasche und brauche nur an dem Griff ziehen, um das Fahrzeug zu entriegeln. Und wenn ich es verriegeln möchte, dann drücke ich den kleinen Taster hier am Türgriff. Ich habe hier sogar eine Jeep-Einstiegsleiste in Alu-Optik. Steige mal ganz bequem ein. Wir haben ja schon eine Bodenfreiheit von 21,5 cm. Ich habe ausgemessen, unten vom Asphalt bis hier Mitte Sitz, obere Sitzwange, das sind 73 cm und dann geht es wieder 5 cm nach unten. Für den alten Mann hier ist es sehr bequem zum Einsteigen. Ja, herzlich willkommen hier im Innenraum vom Jeep Compass in der Limited-Ausstattungsversion. Und wie gesagt, wir haben versucht, den Wagen weitestgehend nachzukonfigurieren, wobei so viel Ausstattungsoptionen gibt es auch gar nicht. Ich fange jetzt gleich an mit dem Materialcheck, stelle euch hier die Materialien im Fahrzeug vor. Fange also an mit dem Armaturenbrett. Das ist mit einem weichen Material bezogen worden, also ein weicher Kunststoff. Im vorderen Bereich ist es dann noch hart. Aber das Weiche zieht sich auch runter, hier noch hin. Und da im unteren Bereich haben wir dann Hartplastik oder harten Kunststoff vielmehr. Auch hier komplett rum. Die Mittelkonsole, da haben wir hochglänzend schwarz und auch das Infotainment-System ist mit hochglänzend schwarz eingebunden. Das Lenkrad ist beledert und in der Tür haben wir oben auch so ein weiches Material, aber auch kein Leder, sondern eher Kunststoff. Die Armlehne, das würde ich sagen, auch hier der obere Bereich, das ist Kunstleder. Und dann im unteren Bereich finden wir wieder harten Kunststoff. Die A-Säule, auch das ist harter Kunststoff und das Dach ist dann mit Stoff bezogen, aber nicht wirklich unterschäumt. Ja, Jeep hat nicht unbedingt den Anspruch, Premium-Hersteller zu sein, sondern robuste Autos zu bauen mit robusten Oberflächen. Und das ist es ja immer. Ne? Leder ist immer schön, manche finden Leder auch ganz blöd, andere finden Alcantara total klasse. Und manche Leute sagen, Mensch, der Innenraum, der muss hauptsächlich eins sein, nämlich robust. Ich will das gar nicht bewerten, das müsst ihr letztendlich tun, wenn ihr euch für das Auto interessiert. Ja, was das Platzangebot angeht, ich bin 1,80 Meter groß, ich presse mich jetzt mal in den Sitz rein. Zwischen meinem Kopf und den Himmel passt mehr als eine Faust, da ist also üppig viel Platz. Die Scheibe ist auch vorne so ein bisschen runtergezogen, also nach vorne gezogen, sodass man hier schön viel Fläche hat, was natürlich dann auch optisch groß aussieht. Zwischen den Sitzen haben wir einen Abstand von 17 cm. Das ist also eher so kompakte, fast Kleinwagenklasse. Die Armlehne passt auch nur für einen Arm. Ich bin aber hier mehrmals mit zwei Erwachsenen gefahren. Also man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie beengt ist. Die Sitze sind halt auch sehr breit. Ja, dann gucken wir uns mal die Ergonomie an, sprich die ganzen Schalterchen. Dafür starte ich einmal das Auto, damit wir hier auch Strom haben. Aber die Klimaanlage stelle ich einmal kurz aus. Wir haben also oben zentral das Infotainment-System, ein Touchscreen, ist klar, der auch recht responsive ist. Klimaanlage habe ich gerade ausgeschaltet, links und rechts Lüftungsdüsen. Die kann ich hoch und runter und seitlich verstellen und habe hier die Möglichkeit, auch den Luftstrom zu regeln. Das gilt auch für die äußeren Lüftungsdüsen, auch hier hoch, runter, links, rechts und hier die Möglichkeit, den Luftstrom zu regeln. Unter dem Display, eine Etage tiefer, sind dann erstmal so ein paar Schaltflächen. Kann unbedingt einen Screen ausschalten, das System muten und habe hier Parkpiepser, Parkassistent und ich kann den Spurhalteassistent ausschalten. Ein Drehregler für die Lautstärke, finde ich immer sehr gut. Und dann nochmal so ein Scrollregler. Die Klimaanlage schaltet jetzt nochmal in Auto, meldet sich hier oben im Display auch nochmal. Und das auch auf zwei Arten. Also einmal haben wir hier den Bereich und dann gibt es noch einen zweiten zum Steuern der Sitzheizung bzw. Sitzbelüftung und der Lenkradheizung. Das kann ich ja mal machen. High and Low gibt es und ich kann die nicht zusammenschalten, Belüftung und Heizung, sondern es geht halt nur getrennt. Ja.
Achso, und es ist eine Zwei-Zonen-Klimaanlage. Ich kann das also hier getrennt voneinander regeln. Das sieht man hier auch nochmal. Und wenn ich jetzt nochmal ins Radio zurückgehe, habe ich hier außen die Temperaturanzeige für die Klimaanlage. Und hier wird mir auch noch gezeigt, dass ich diese Zeitung aktiviert habe. Darunter haben wir dann den Fahrprogrammschalter. Also ich kann hier durchscrollen unter die unterschiedlichen Modi. Auto, Snow, Sand und Mud. Gehe wieder zurück aufs Auto und ich könnte hier auch noch den Allradantrieb sperren bzw. fest einstellen. Hinter dem Gangwahlhebel dann Start-Stopp deaktivieren, die elektrische Parkbremse und das ESC kann ich runterregeln. Wir haben Multifunktionslenkrad, an der Lenksäule zwei Schalter, rechts den Scheibenwischer vorn und hinten und links ist dann Blinker, Fernlicht und Lichthupe. Links neben dem Lenkrad habe ich dann den Lichtschalter, kann jetzt also hier Licht ein- und ausschalten, Nebelschlussleuchte und Nebelscheinwerfer, kann die Höhe des Scheinwerfers noch regeln und und einstellen die Helligkeit der Schalter selbst. Vor dem Türgriff habe ich zwei Speichermöglichkeiten für die Sitzkonfiguration und in der Erweiterung der Armlänge dann die Zentralverriegelung, die elektrischen Fensterheber und die Spiegelverstellung. Die Spiegel kann ich hier auch von innen anklappen. Ja, was die Schalter angeht, habt ihr vielleicht auf den ersten Blick mitgesehen. Alles keine Überraschung und auch ordentlich strukturiert hier im Auto. Das stellt also niemanden vor größere Probleme, der noch nie Jeep gefahren ist. Ich habe eine Gurthüllenverstellung hier hinten und zeige euch auch einmal die Länge der Gurte. So sieht das aus. Ich sitze hier so auf Ledersitzen, die porphyriert sind, damit ich halt die Sitzbelüftung auch genießen kann. Die Sitze bieten so gut wie gar keinen Seitenhalt. Müssen sie auch nicht, wir sitzen ja in einem Sportwagen, sondern in einem SUV. Ich habe die als sehr bequem empfunden. Längste Strecke war für mich, ich glaube, anderthalb Stunden. Und mit den Sitzen habe ich keine Probleme gehabt. Ich kann euch sagen, die Sitzheizung, die dreistufige, die ist ganz ordentlich. Da wird einem schön warm und auch das Lenkrad wird hier angewärmt. Das ist ja gerade im Winter ganz schön, wenn man hier die Ledersachen hat. Lift-Sitzklimatisierung funktioniert halt auch, aber ich brauchte die jetzt nicht die Tage. Ja, die Sitze sind elektrisch zu verstellen, vor und zurück. Dann kann ich die Sitzfläche anstellen, vorn und hinten, beziehungsweise den Sitz im Ganzen hochfahren. Dazu kann ich die Lehne noch elektrisch verstellen. Und ich habe eine Lordosestütze, die sich nicht nur rein- und rausfahren lässt, sondern auch hoch und runter. Ja, eine Sitzflächenerweiterung gibt es nicht, aber ich kann euch sagen, die Sitztiefe, das sind 50 cm. Von den Sitzen dann zum Lenkrad, das kann ich manuell verstellen. Das ist der Radius hier und je nachdem wie ich das einstelle, eigentlich sehe ich auch immer den Bordcomputer und die Armaturen. Und das ist die Sitzposition, die ich hier einnehme oder habe. Das ist also ein Multifunktionslenkrad. Auf der linken Seite kann ich den Bordcomputer steuern und hier noch Telefonate annehmen bzw. auflegen und die Spracherkennung aktivieren. Auf der rechten Seite habe ich dann den Tempomaten bzw. den Speedlimiter und kann hier die Einstellung entsprechend vornehmen, abbrechen und die Geschwindigkeit einsetzen. Ich habe keine Schaltwippen, aber hier hinten auch noch mal so ein Taster hinher und dann noch ein Druckpunkt. Hier kann ich durch die Sender zum Beispiel durchskippen oder die Playlisten und über den Taster die Tonquelle auswählen, also USB, Radio und so weiter und so fort. Und genau das habe ich auf der rechten Seite dann auch nochmal zum Steuern der Lautstärke und der Taster ist dafür da, um das Ganze zu muten. Die Außenspiegel haben eine passable Größe für das Fahrzeug, eine schön große Spiegelfläche. Da sehe ich eine ganze Menge drin. Also hier links und rechts habe ich alles gut im Auge, den rückwärtigen Verkehr. Das gilt auch für den Innenspiegel. Die Kopfstützen hinten behindern zwar so ein bisschen die Sicht oder schränken das Sichtfeld ein, aber mit einem Blick in den Spiegel kann ich halt die ganze Spiegelfläche sehen. Wenn ich den Schulterblick hier mal wage,
über die linke Schulter, an der B-Säule kann ich ganz gut vorbeisehen, über die rechte Schulter, dann A-Säule, okay, da seid ihr, B-Säule, okay, zwischen C und D-Säule so ein kleines Fenster, naja, helfen tut das nicht wirklich, vor allen Dingen, weil da hinten die D-Säule auf jeden Fall so breit ist, dass man einen toten Winkel hat, da muss man natürlich aufpassen. Schön ist aber, wenn ich mich hier umsehe, er ist doch recht übersichtlich im Ganzen. Dazu gibt es dann auch noch eine Rückfahrkamera, ich starte den Motor nochmal eben und lege den Rückwärtsgang ein, das ist natürlich auch schön, wie schnell die startet. Wenn ich das Lenkrad hier bewege, bewegen sich die Linien mit. In der Mitte haben wir auch nochmal eine gestrichelte Linie, quasi so eine Anhängerfunktion. Und ja, das Bild ist nicht besonders klar, ein bisschen matschig, dafür farbenfroh. Es hilft auf jeden Fall, um rückwärts zu fahren. So begrüßt mich das Auto hier im Cockpit. Ich starte jetzt den Motor. Meldet sich einmal Jeep selber. Wir haben zwei Rundinstrumente. Auf der linken Seite der Drehzahlmesser. Bis 6000 Umdrehungen ist er ausgewiesen. Bei 4,5 fängt der rote Bereich an. Auf der anderen Seite dann der Tachometer. Der ist bis 240 ausgewiesen. Der Wagen fährt nicht ganz 190. Also noch massig Reserve. In der Mitte finden wir dann ein Display. Auf der linken Seite die Kühlwassertemperaturanzeige. Auf der rechten Seite der Tankinhalt und das Fahrprogramm. Wenn ich jetzt hier in Reverse gehe oder Drive oder auch manuell schalte, dann wird mir da der Gang angezeigt. Oben drüber dann die Außentemperaturanzeige und dazu haben wir dann noch die Himmelsrichtung und der Spurhalteassistent ist aktiv. Unten seht ihr die Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs. Und das Problem ist jetzt bei Jeep, dass ich, wenn ich hier stehe oder langsam fahre, quasi nicht durch den Bordcomputer durchschalten kann. Da passiert nämlich gar nichts, wenn ich jetzt hier die Knöpfchen drücke, sondern ich muss tatsächlich fahren und auch ein bisschen schneller, solange bleibt nämlich hier die Sensorsicht einfach nur stehen. Ja, dann der Warnblinkschalter, den hatte ich euch schon gezeigt, der ist hier unten mittig angebracht, ein bisschen höher wäre schön, aber er ist zumindest zentral zu finden und der Weg hier vom Schaltknauf bzw. vom Lenkrad, das passt schon. Da kann ich den Motor auch wieder ausschalten und was noch fehlt für den Ausfahrt-TV Interior Check ist natürlich der Hupencheck. So hört sich die Hupe vom Jeep Compass an. Da bin ich auch schon zurück mit dem Ausfahrt-TV Ablagencheck. Ich zeige euch hier die ganzen Ablagemöglichkeiten im Jeep Compass. Und ich fange wie immer an mit den Türtaschen. Da habe ich jetzt diese 1,25 Liter Flasche reingezwängt. Das passt nicht ganz. Die Literflasche ginge, glaube ich, bis hier. Würde dann auch noch nicht ganz passen. Aber das ist schon in Ordnung so. Also werde ich auf jeden Fall machen. Dahinter haben wir halt auch noch ein bisschen Platz in der Ablage. Und da könnte man dann auch noch Warnwesten verstauen. Hier die Griffschale ist rutschfest ausgelegt. Könnte ich also auch noch als Ablage mitnehmen und bezeichnen. Mache ich mal einmal Licht hier. Da ist dann aber doch nichts mehr in dem Bereich. Wandere ich ein Stückchen. Das nächste ist dann hier vor dem Gangwahlhebel ein kleines Fach, wo der Schlüssel halt perfekt reinpasst. Und da hinter dem Gangwahlhebel gibt es dann zwei Getränkehalter. Da sind so drei Blasen dran, die die Flasche halten sollen. Und der halbe Liter passt hier auch ganz gut rein. Hinten ist ein bisschen mehr Platz gefühlt. Aber die Literflasche, doch, die kriege ich zum Beispiel hier auch hinten reingesteckt. Okay. Boah. Dann haben wir die Mittelarmlehne. Die lässt sich vor- und zurückstellen. Wenn ich die vorgestellt habe, kann ich sie aber schlecht öffnen. Dann muss ich eigentlich wieder zurückstellen. Und hier habe ich dann noch mal ein kleines Fach. Nur so von der Größe. Die Flasche verschwindet da nicht ganz und das ist auch nicht hier irgendwie noch ausgehöhlt, also wird das nicht passen. Naja. Im vorderen Bereich haben wir, oder im Beifahrerfußraum, ein kleines Netz. Könnte ich auch noch irgendwas festsetzen. Und dann hier das Handschuhfach, das ist beleuchtet und auch ansatzweise üppig groß, würde ich fast sagen. Das ist das Bordmaterial, das verschwindet und man hat im oberen Bereich dann doch noch eine ganze Menge Platz. An der Sonnenblende hinten ist der Tickethalter
Und da haben wir noch einen, also zwei Stück an der Zahl. Es gibt auch einen Make-up-Spiegel, der ist beleuchtet von beiden Seiten. Die Spiegelfläche aber eher durchschnittlich groß nur. Die Sonnenblende kann ich zur Seite stellen und auch nach hinten ziehen. Und guck mal, so muss das eigentlich sein, liebe anderen Hersteller. Man hat hier quasi fast überhaupt kein Loch mehr, wo die Sonne noch von der Seite reinkommt. Das ist sehr, sehr positiv. Hier oben übrigens dann auch noch Haltegriffe an allen vier Türen. Dazu haben wir Leseleuchten für den Fahrer und den Beifahrer. Und zusammen ist das dann auch die Einstiegsbeleuchtung. Und hier oben ist der Taster für die Heckklappe. Bisschen ungewöhnlich angebracht. Ja, und damit habe ich auch schon alles gezeigt hier an Ablagen im Jeep Compass. Ja, jetzt noch so ein Schnelldurchlauf durch das Infotainment-System. Ich habe mein Telefon hier mit dem Kabel verbunden, mein iPhone. Und man sieht, Apple CarPlay wird unterstützt, genauso wie Android Auto. Und ich habe hier trotzdem noch die Funktionstasten. Das finde ich eigentlich sehr schön gelöst vom restlichen Infotainment-System. Das ist jetzt also der Radioscreen. FM, AM und DAB habe ich dabei. Oben kann ich Sender speichern. Karte kann ich mir einblenden, Info kann ich mir anzeigen lassen, skippen. Und hier habe ich noch den Audio-Screen, habe also den Fader, einen kleinen Equalizer, den ich mal fix auf 0 setze. Geschwindigkeit kann ich anpassen und Autoplay aktivieren bzw. deaktivieren. Den Screen und die Karte, das habe ich auch bei den Medien. Eigentlich ist das ganz nett, ne? Hörst Musik, aber hast hier halt die kleine Karte dann nochmal auf Knopfdruck. Die unterschiedlichen Tonquellen, die zur Auswahl stehen. Und hier auch Play und so weiter und so fort. Die Klimaanlage hat einen eigenen Screen, hatte ich euch eben schon mal gezeigt. Da gibt es dann noch einen weiteren Screen halt für die Sitzheizung und Belüftung. Da kann ich auch nochmal direkt zu den Optionen springen. Dann gibt es Apps. Das vereint viele der Funktionen nochmal hier auf zwei Seiten. Unter anderem gibt es Jeep Skills. Das wollte ich nochmal zeigen und zustimmen. Und jetzt habe ich hier verschiedene Ansichten. Wenn ich ins Gelände fahre, die Winkel, performancemäßig, nee, Batteriestatus, hoppla, da war noch mehr, ne? Das sind drei Seiten. Ja, Zusatzinstrumente halt, Gehkräfte. Und warum springt er hier immer komplett weg? Man weiß es nicht. Und hier unten habe ich noch was. Uconnect für die App. Ja, und das geht dann so weiter. Und hier nochmal die Einstellungen dazu. Gut, haben wir einmal gesehen. Hier nochmal die Steuerung der Screen und dann das Navigationssystem. Da nutze ich jetzt mal hier den Button für die Spracherkennung. Suche Adresse Bielefeld, Wertherstraße 42. Die Hausnummer wurde in der ausgewählten Straße nicht gefunden. Nennen Sie erneut die Hausnummer oder sagen Sie starte Zielführung, um zum Straßenzentrum geführt zu werden. Abbruch. Abbrechen. Suche Adresse Wertherstraße 42 in Bielefeld. Bielefeld-Wertherstraße 42. Möchten Sie jetzt die Zielführung starten? Ja. Zielführung wird gestartet. Ja, soweit so gut. Jetzt nehme ich mal an, übers Menü kann ich das Ganze auch irgendwie abbrechen. Navigation beenden. Wollen Sie wirklich abbrechen? Jawohl. Jetzt kann ich sagen, wohin? Adresse eingeben. Stadt wäre Bielefeld. Na, kann ich das? Ach, okay, sage ich da. Straße ist die Wertherstraße. Okay, also Hausnummer 42. Okay. Wertherstraße 42, Route nach und los geht's. Jawohl, los.
Bitte begeben Sie sich zur hervorgehobenen Route. Ja, und letztendlich habe ich hier noch CarPlay. Wenn ich das mal rausziehe, ist das die Telefonansicht. Und ich habe aber keine Verbindung, das ist der Screen. Jetzt spiele ich hier mal wie üblich mein Lied ab. Und das Ganze noch mal lauter. Ja, der Bass ist so extrem, wie mir hier das Beat-Sound-System drin. Der Bass ist so krass, wenn ich aufdrehe, dass die Türen anfangen zu scheppern. Das ist natürlich nicht ganz so toll. So richtig knackig ist er auch nicht, aber er hat schon Volumen. Die Höhen sind okay und die Mitten verschwinden aber so ein bisschen, wenn man das Ganze aufreißt. Für mich, es ist ein bisschen schwierig für mich gerade, weil von dem Sound her, von dem Lied, und das nehme ich ja immer, um die Sachen zu vergleichen, gefällt es mir jetzt nicht so gut. Ich habe aber auch zum Beispiel hier Radio Bob laut auf der Autobahn gehört. Da fand ich den Klang dann eigentlich ganz akzeptabel. Und auch irgendwie Instagram-Musik hört sich besser an als Spotify-Musik zum Beispiel. Warum auch immer, ich weiß es nicht. So ganz ausgegoren scheint es nicht zu sein. Oder ich habe da irgendwie eine andere Vorstellung. Ich wollte es zumindest gesagt haben, für mich wäre das hier eine glatte 4, das System. Aber ich habe ja auch einen hohen Anspruch. Ja, persönlich für mich unterscheiden sich die Kompakt-SUVs immer beim Platzangebot auf der Rücksitzbank. Wie viel Platz habe ich? Das zeige ich euch jetzt hier. Ja, fangen wir mal mit dem Einsteigen an. Ein bisschen muss ich den Kopf einziehen. Ja, quietscht halt. Aber sonst geht das ganz gut. Und die Tür kann ich auch ganz locker schließen. Ja, und so sitze ich hier im Fond vom Jeep Compass und kann erstmal feststellen, ich habe doch eine ganze Menge Freiheit hier, Beinfreiheit, Platz. Der Fahrersitz ist auf mich eingestellt, ich bin 1,80 Meter groß. Ich kann meine Füße hier schön unter den Sitz schieben. Und egal, ob ich das mache oder nicht, ich habe auf jeden Fall hier eine Menge Platz zum Vordersitz. Selbst wenn ich mich so ein Stück in den Sitz kuschel, habe ich noch so eine Handbreit Platz, also bohr dem Fahrer nicht sofort meine Knie hinten rein in den Rücken, weil der Sitz hier hinten auch nicht hart verschalt ist. Hier hinten das Material, genauso Leder wie vorne, auch perforiertes Leder, allerdings fehlt es an Sitzheizung oder Sitzbelüftung hier hinten. In der Tür haben wir allerdings oben harten Kunststoff. Vorne hatten wir da ja weiches Material, aber das Kunstleder ist auch hier wieder an der Seite und unten ist dann harter Kunststoff. Was das Platzangebot angeht, oder vielleicht erst einmal, die Sitze sind auch nicht wirklich ausgeformt. Ich rutsche hier auch rum, aber auch da wie vorne, wir sitzen ja hier nicht im sportlichen Fahrzeug. Was das Platzangebot angeht, zwischen meinem Kopf und die Decke bekomme ich mit Ach und Krach eine flache Faust, also so eine Faust seitwärts, aber zwei flache Hände trifft es, glaube ich, fast besser. Ich sitze hier auf diesen angedeuteten Sitzflächen oder auf den Sitzflächen. Dazwischen ist ja noch ein bisschen Platz für eine weitere Person. Und ich bin definitiv nicht diese weitere Person, weil wenn ich mich hier normal hinsetze, dann sind meine Oberschenkel schon eine ganze Ecke über dem Sitzflächen der äußeren Sitzplätze. Also drei Personen meines Formats hier hinten auf jeden Fall nicht. Das ist nicht möglich. Die Isofix-Halterungen, die verbergen sich hier zwischen den Polstern. Da muss man dann einfach durchschieben. Und die Gurtpeitschen, die sind starr. Da können sich also Kinder gut alleine selbst anschnallen. Der Gurt für den Mittelsitz übrigens hier direkt am Sitz. Und die Gurtlänge der äußeren Sitzplätze, um hier Babyschalen und Kindersitze anzuschnallen. Ja, ich würde schon sagen, ausreichend.
Okay, dann können wir uns mal die weitere Ausstattung angucken. Ich habe versucht, hier in die Türtasche auch nochmal die Literflasche zu quetschen. Hier hinten macht es dann aber irgendwie keinen Sinn mehr, wenn ich den halben Liter nehme. Der passt aber ganz gut. Entschuldigung, auch die Griffschale haben wir hier. Und auch die ist rutschfest ausgekleidet. Oben haben wir Haltegriffe mit einem Kleiderhaken, den ich rausklappen kann. Und dahinter dann auch noch Leseleuchten. Hier am Rücken der vorderen Sitze sind dann Taschen angebracht. Hier, das ist Material von Jeep. Nicht ganz DIN A4, passt hier aber locker rein. Dann in der Mitte haben wir zwei Luftausströme. Die kann ich aber nur hoch runter, rechts links verstellen und den Luftstrom nicht regeln. Und ein tiefer habe ich dann noch eine Steckdose. 230 Volt, 150 Watt. Kriege zumindest einen Euro-Stecker rein. Und daneben noch einen USB-Anschluss, der auch mit dem Infotainment-System verbunden ist. Und das finde ich schon recht clever. Wenn die Kinderchen Musik hören, dann bei mir mittlerweile gerne, dass sie die Musik hier im Auto vorgeben. Und da finde ich es lässig, wenn die hinten sich einfach ins Apple CarPlay auch eindoggen können. Dann gibt es hier eine Lasche. Und damit klappe ich quasi die Mittelarmlehne aus, aber eigentlich ist es auch gleichzeitig eine Durchlade hier vom Kofferraum. Hier sind zwei Getränkehalter drin und wie schon vorne hier mit drei Luftblasen, sodass der halbe Liter hier ganz gut hält. So, kann ich wieder zurückklappen und das war's dann von der Rücksitzbank. Wir schauen uns gemeinsam den Kofferraum an. Ich habe ja mehrere Möglichkeiten, den Kofferraum zu öffnen. Über den Taster vorne, über den Schlüssel oder einfach über den Taster hier. Wir haben serienmäßig eine elektrische Heckklappe, also bei der Ausstattungslinie zumindest, unter der ich mich auch schützen kann. Aber ich bin ja auch nur 1,80 Meter groß. Das Kofferraumvolumen, fange ich damit mal an, beträgt 351 Liter. Und unsere Ausfahrt-TV-Stativrolle kriege ich da gerade so zwischen die Radkästen geschoben. Wir haben eine Einstiegs- oder eine Ladekantenhöhe von gut 80 Zentimetern. Ja, und danach geht es irgendwie 2-3 Zentimeter runter. Aber das würde ich eher ebenerdig nennen. Ach so, ja, und hier, wer die Klappe öffnen möchte, schon so lange keine elektrische mehr gehabt, der sollte eine lichte Höhe von 2,10 Meter einplanen. Und mal gucken, ob wir sie programmieren können. Also nicht hier rüber. Ich da auf den Knopf drücke, fährt sie einfach nur wieder hoch. Dann bleibt mir noch zu testen, ob es einen Einklemmschutz gibt. Au. Also ja, merkt sich schon, aber da ist schon ganz schön viel Druck drauf. Und jetzt der kleine Jan will nochmal schnell sein Spielzeug greifen. Ah, da drückt sie auch ganz schön stark nach. Ich weiß nicht, ob die Kinderarme erkennt. Möchte ich auch nicht ausprobieren mit meinen Kindern. Ja gut, dann gucken wir uns mal den Innenraum hier vom Kofferraum an. Oder die Ausstattung. Das ist also der Kofferraum, 351 Liter, aber wir haben natürlich hier noch die Falltür und unten drunter ist auch noch ein bisschen Platz. Hier ist jetzt kein Reserverad drin, könnte man natürlich auch noch reinlegen, sondern Tire-Kit und Verbandtasche dreiteilig mit Warnweste und Warndreieck. Dazu den Boden kann ich auch eine Etage tiefer legen. Dann habe ich halt ein bisschen mehr Höhe hier zum Einladen. Aber wenn ich den halt oben liegen lasse, dann habe ich hier diese ebene Ladekante. Gut, auf der rechten Seite ein kleines Fach. Den lege ich nochmal rein, dann habt ihr eine Ahnung, wie tief das ist. Da drüber ein 12-Volt-Anschluss. Auch links oben dann der Taster zum Schließen der Kofferraumklappe. Eigentlich haben wir den ja immer in der Klappe selber. Für kleine Leute bestimmt gar nicht schlecht. Die Kofferraumbeleuchtung, von der ich keine Ahnung habe, warum sie jetzt nicht angegangen ist. Und der Subwoofer vom Beatsystem, der ist hier auf der rechten Seite. Dazu haben wir ja Zurösen 1, 2, 3 und 4. Ja, und das ist der Getränkehalter, den ich euch auf der Rücksitzbank schon gezeigt habe. Ja, und das ist wirklich spannend. Ich weiß nicht, ob die Kamera das hier wirklich vernünftig einfangen mag. Das ist die Anleitung, wie ich den Sichtschutz hier entfernen kann. Vorher will ich aber nach oben gucken. Hier haben wir noch so ein Jeep-Symbol versteckt.
und eine Griffschale. Ich entferne mal hier den Haken einmal und zweimal. Und um jetzt die Heckklappe, also den Sichtschutz rauszunehmen, erstmal, der hat auch richtige Scharniere. Kriegt die Kamera das? Ich hoffe mal. Muss ich also ein Stück ziehen. Und jetzt habe ich die. Und tatsächlich ist es so, dass ich die Sitzbank umlegen muss, um das hier rauszukriegen. Und ich halte jetzt mal hier so ein bisschen Abstand. Stoßstange ist auch schön dreckig. Das macht also Sinn. Ich komme hier mit meinen 1,80 Meter gerade mal so da noch dran. Ich denke, kleinere Leute müssen die Sitze auf jeden Fall von innen umlegen. Also 40%, Entschuldigung, sind auf der rechten Seite und 60% auf der anderen gefallen. Und jetzt kriege ich das hier auch trotzdem nicht raus. Oder was? Oh, Himmel, Herrgott. Jetzt hat er sich so ein bisschen verkantet. So, jetzt nochmal. Also, ich drücke das erst rein und kann es dann rausnehmen. Also, das ist natürlich ziemlich unpraktisch. Und das ist auch nur Presspappe. Ja, und hier haben wir jetzt den kompletten Laderaum. Und der ist auch weitestgehend eben von der Fläche her. Selbstverständlich messe ich auch hier für euch. Die Tiefe beträgt obere Kante 70, untere Kante 80 cm. Die Tiefe bis zur umgeklappten Rücksitzbanklehne beträgt 1,40 Meter und zum vorgeschobenen Beifahrersitz 1,77 Meter. Die Breite zwischen den Radkästen beträgt 96,5 cm. Die Höhe bis zum Sichtschutz gebe ich mit 44 cm an. Und die Höhe bis zur Decke mit 74 cm. Wenn ich den Ladeboden tiefer lege, dann gewinne ich nochmal 12 cm, habe also hier eine Höhe von 86 cm. Und wenn ich alles umgelegt habe, dann habe ich hier ein Ladevolumen von 1297 Litern zur Verfügung. So, jetzt geht das Licht wieder. Kann ich es auch nochmal schnell zeigen. Und wenn ich die Rücksitzbank umgeklappt habe, kann ich hier locker mein 28 Zoll Rennrad einladen, ohne ein Rad auszubauen. Jeep ist nicht sehr präzise in den technischen Angaben, beziehungsweise ist dann wohl abhängig von der Ausstattung. Zwischen 316 und 517 Kilogramm darf man zuladen in dem Testwagen. Je nach Ausstattung, ich weiß nicht, wie viel es bei uns wirklich ist, sind ja auch nur 200 Kilogramm dazwischen. Ja, lustigerweise habt ihr ja gesehen, der Knipser ist hier. Von dieser Zuladung darf ich 75 Kilogramm aufs Dach verbannen. Optional gibt es auch eine Anhängerkupplung, die hat eine Schützlast von 50 Kilogramm und darf Hänger mit einem Gesamtgewicht von 1,5 Tonnen ziehen, wenn der Hänger eine eigene Bremsanlage hat. Sonst ist man limitiert auf ein Zuggewicht von 525 Kilogramm. Herzlich willkommen bei meinem Fahreindruck hier mit dem Jeep Compass und dem 140 PS Diesel 9-Gang Automatik. Als erstes möchte ich sagen, ich finde, der Wagen ist prägnant laut. Also nicht laut im Sinne von extrem laut, aber man hört den Diesel halt stets und ständig. Zumindest wenn man in der Stadt unterwegs ist. Ich wende hier wie immer, ne? Wendekreis beträgt 11 Meter, der Durchmesser. Und dank Rückfahrkamera ist der Wagen aber, finde ich, eigentlich sehr gut zu rangieren. Und ich bin auch in alle Parklücken reingekommen. Die Lenkung ist auch schön leichtgängig. Eine Umdrehung und dann nochmal so eine Viertel. Also 2,5 von Lenkeinschlag zu Lenkeinschlag. Da ist man auch schnell beim Rangieren, ne? Hin, her, hin, her. Ja, und jetzt nochmal. So bis 50 ist es auf jeden Fall sehr, sehr präsent, der Diesel. Das Dieseln, das Nageln, das allseits bekannte Nageln, was sie ja bei vielen modernen Dieselfahrzeugen versuchen, immer weiter wegzukriegen, dass sich so ein Diesel halt nicht anhört wie ein Diesel. Gut. Ich habe nur ein Fahrprogramm zur Verfügung, beziehungsweise ich kann auch manuell schalten, aber jetzt bin ich mal, den mache ich sogar mal. Ich gehe mal in manuell rein, fährt im zweiten an. Habt ihr die Ganganzeige auch nochmal dabei direkt.
Ja, und da haben wir die 100 erreicht. Schon ein Stückchen noch vor dem 70-Schild. Aber der beschleunigt halt in 11 Sekunden. 11,8, was weiß ich. Jetzt hier nochmal, Spaß muss sein. Ja, und ihr hört, dass ihr nichts hört, aber das habt ihr jetzt wenigstens gehört. Also Motorklang außen, habt ihr auch schon beim Wegbeschleunigen gehört. Da ist nicht viel Sportlichkeit zu holen. Muss auch nicht sein. Ich sag's ja nur. Ja, ganz generell bin ich mit dem Auto eher verhaltener gefahren. Also es ist gar nicht so, dass der nicht schnell fahren will oder kann, aber so in dem Wagen sitzend, auch von diesem Klang halt, bin ich halt immer eher so, ja, ne, lässt du mal eher ein bisschen lockerer angehen. Musst ja auch nicht mal hetzen. Und von daher auch auf der Autobahn eher so in Sachen 140 unterwegs. Durch den Wendehammer durch ist überhaupt kein Problem. Und jetzt nochmal als Vergleich, wenn ich jetzt Verhalten hoch beschleunige, also ich gebe nur ein ganz bisschen Druck aufs Gaspedal, quält er sich natürlich deutlich weniger. Aber ich finde so viel länger, jetzt vom reinen Gefühl her ist es auch nicht, sodass ich dann immer noch gedacht habe, ja, brauchst du nicht durchtreten. Wobei manchmal hatte ich halt auch so das Moment oder das Gefühl, ich muss den Stuhl mal, also den Sitz weiter nach vorne stellen, damit ich besser das Gaspedal durchtreten kann, weil irgendwie, naja, der will da nicht so richtig. Aber das ist auch nur ein Gefühl, sehen wir ja gleich zusammen auf der Autobahn. Von der Lenkung her nochmal, ich habe in der Mitte natürlich schon ein bisschen Spiel, da fängt er dann an zu reagieren. Jetzt muss ich sehen, dass der Spurhalter ist, denn vielleicht stelle ich den mal aus. Lane Sense, ja. Aber da reagiert er dann auch schon. Aber es ist nun mal ein SUV, also es kommt mir nicht, die Lenkung kommt mir nicht besonders direkt vor. Muss es auch nicht. Trotzdem setzt der Wagen meine Lenkbefehle schon recht gut präzise um. Also alles, was ich machen wollte, hat er gemacht. Ist also in Ordnung. Schaltung kann ich sagen, wir haben ja eine 9-Gang-Automatik. Ich kann den Schaltwegel auch links rüber drücken und dann manuell schalten, sofern das halt Sinn macht. Da guckt er halt schon, dass man nicht in Begrenzer reingeht. Und braucht da so ein bisschen Gedenksekunde, wenn man hier manuell schaltet. Aber sonst bei der Fahrt habe ich auch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass die komisch schaltet. Die war sehr unauffällig und das mag ich ja durchaus bei Automatikgetrieben. So, das ist meine Fahrwerkstrecke. Ein paar Unebenheiten sind drin. Im vorderen Bereich haben wir auch nochmal ein Schlagloch gehabt und hier so zwei Dehnfugen. Die spüre ich. Die Dehnfugen. Der Sitz nimmt zwar so ein bisschen den Schockmoment raus, aber ich spüre schon, dass ich darüber fahre. Und hier auf dieser welligen Straße merke ich auch alle Unebenheiten. Verzeihung. In der Form, dass es jetzt nicht unangenehm ist, also es ist nicht so durch die Rillen hoppeln quasi, aber ich spüre sie halt schon. Der Sitz und das Fahrwerk mildern das schon so ein bisschen ab. Ich finde aber schon als Fazit, der ist halt eher straffer oder robuster. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Robuster gefedert, denn komfortabel. Also es ist überhaupt nicht so, dass du aussteckst und denkst, oh, mein Kreuz, ne, da lagen wieder drei Kiesel auf der Straße. Aber es ist genauso wenig, dass du denkst, es ist zu schwammig, zu weich oder ach, was ist da komfortabel, ne? Passt zum Fahrzeug irgendwie. Der Pedalweg von der Bremse im ersten Bereich passiert nichts. Also so ein, das weiß ich, gefühlt ist das ja immer so, aber real ist es dann gar nicht so viel. Danach lässt sich die Bremse aber auch schön gut dosieren. Und während meiner 1000 Kilometer hatte ich auch nicht eine Situation, wo ich dann gedacht habe, Mensch, irgendwie die Bremse kommt aber mit dem Gewicht des Fahrzeugs oder der Größe nicht klar. Die Bremse funktioniert sehr ordentlich. Sehr ordentlich funktioniert im Übrigen auch das Start-Stopp-System. Wagen geht schnell aus und auch wieder an. Hier mal als Test. Die Lenkung
ist unabhängig vom Start-Stopp-System, greift auch die ganze Zeit, also funktioniert die ganze Zeit. Da habe ich also nicht das Problem, dass der Wagen sich ausstellt und ich muss dann ruppen, um das Lenkrad zu bewegen. Ja, wie schon beim Rangieren, so auch bei schnell gefahrenen Kurven, unterstützt die Lenkung eigentlich ganz nett. Also man muss da nie dran reißen. Jetzt fährt er nun wirklich extrem langsam hier hoch. Aber wenn ich mal schneller fahre, man kennt das ja, man greift dann quasi so ins Lenkrad, weil man das Auto kaum halten kann, ist hier überhaupt nicht das Problem, auch wenn ich schneller fahre. Ich werde nur aus dem Sitz halt rausgetragen. Der Sitz bietet also so gut wie gar keine, so gut wie gar keinen Seitenhalt. Jetzt mal hier von 75 hochbeschleunigen, Vollgas ist das jetzt. Zumindest bis 170 hoch. Ich finde, das geht ganz flott. Ab 180 wird es dann ein bisschen zäher, wobei ich mich ja hier immer nur auf den Tachowert am Tachowert richten kann. Weiß nicht, was das jetzt wirklich in der richtigen Geschwindigkeit ist. Jetzt habe ich den adaptiven Tempomaten hier eingeschaltet auf 100. Ich bin im 9. Gang, drehe bei 1500 Umdrehungen. Den Motor nehme ich jetzt nur noch ganz ruhig war, so ein sonores Grummeln irgendwo. Und das meinte ich ja, in der Stadt dieselt der laut, auf der Autobahn ist es dann weg und es sind ganz leichte Windgeräusche da. 120 im 9. jetzt bei 1800 Umdrehungen. Der Unterschied bei den Windgeräuschen zwischen 100 und 120 durchaus signifikant. Den Motor höre ich immer noch ein bisschen, aber gerade die Windgeräusche sind schon ein Stückchen lauter geworden. 140 jetzt bei 2200 Umdrehungen, die Windgeräusche nochmal deutlich lauter, so laut jetzt schon, dass ich mir eine Stimme leicht hebe und sie den Motorsound irgendwie hinwegtragen, denn den nehme ich kaum noch wahr. 160 bei 2500 Umdrehungen, jetzt hebe ich meine Stimme wirklich, weil die Windgeräusche so laut geworden sind. Der Motorklang wird nach wie vor hin fortgetragen, aber das ist jetzt schon, finde ich, von den Windgeräuschen her, ja, gerade noch so Reisegeschwindigkeit. 180 jetzt bei 2800 Umdrehungen. Meine Stimme jetzt hebe ich noch lauter an, weil es hier wirklich jetzt am Pfeifen ist. Also nicht am Pfeifen, aber schon das Rauschen ist sehr laut geworden. Motor höre ich auch nicht mehr und irgendwas klappert da hinten. Das nervt mich so ein bisschen. Jetzt nochmal von 80 quasi hoch auf 120. Ich habe übrigens nicht die Möglichkeit, manuell, also komplett manuell zu schalten. Das waren jetzt 120, sondern er übergeht mich hier. Also selbst wenn ich den nach links rüber drücke und er mir suggeriert, ich kann manuell schalten, das kann ich zwar, aber wenn er in den Begrenzer reingeht, dann schaltet er auch selbstständig. Da hat man also nicht die Macht, da selbstständig was zu machen. Ja, dann nochmal Lenkung und Fahrwerk auf der Autobahn. Man kann hier locker 160, 180 fahren. Vom Fahrwerk her ist überhaupt kein Problem. Und auch die Lenkung ist da problemlos. Was den Fahrkomfort angeht, da deckt sich das mit dem Langsamfahren. Ja, ich spüre die Dehnfugen, aber es ist jetzt nicht so, dass es poltert oder knallt oder irgendwie unangenehm ist, sondern ich merke, ich kann quasi durch den Po die Straße lesen, aber es ist nicht so unangenehm, dass ich jetzt sage, es wäre unbequem oder so. Und mein Fazit zu dem Auto mit den 140 Diesel PS, ich finde, der Motor passt ganz gut zu dem Fahrzeug. Er gibt dir schon so das Gefühl, du fährst nicht nur ein SUV, sondern es ist halt ein Jeep. Also finde ich schon, das hat man. Und suggeriert dir auch durch den ganzen Klang und wie er sich begibt, er kann auch was im Gelände. Ohne dass ich jetzt auch nur ein Stück im Gelände gefahren bin,
gibt mir das Auto so das Gefühl. Von den Fahrleistungen auf der Autobahn bin ich durchaus angetan. Also du kannst hier 140, 160, 180 fahren. 140 finde ich ist die ideale Reisegeschwindigkeit, weil er da noch nicht so laut ist, aber auch 160 kann man machen und wenn man da nicht so pingelig ist, dann auch 180. Beschleunigt hier hoch. Unser Testwagen zumindest laut Tacho bis 190. Ein Tacho-Video habe ich auch gedreht. Ja, passt alles. Plus dann nochmal der Verbrauch, den ich erfahren habe, hier über die ganze Strecke von 7,7 Liter, finde ich dann schon echt beeindruckend. Und es wäre jetzt nicht mein Auto, aber ich finde den gar nicht schlecht. Überhaupt nicht. Finde ich SUV schon gar nicht. Ja, zu den Assistenzsystemen fange ich mal an. Es gibt einen Tempomaten oder eine normale Cruise Control und adaptive Cruise Control und den Speed Limiter. Ich aktiviere jetzt mal hier den ACC, lasse das Lenkrad los und ihn mal machen. Er lenkt also gegen. Achso, nee, habe ich gar nicht gesetzt. Gut. Mal auf 100 gehen, dass wir hier kein Verkehrshindernis sind. Also ich fasse das Lenkrad nicht an. Und er hält mich aber auch nicht in der Mitte der Spur. Jetzt sagt er, Hände ans Lenkrad. Und jetzt hat er sich ausgestellt. Und auch richtig ausgestellt. Also ich muss ihn jetzt wieder aktivieren. Jetzt nochmal das Ganze. Also er gibt einen Lenkimpuls. Hüpft dann aber wieder rüber zur anderen Seite. Der hält dich nicht komplett in der Spur drin. Und der adaptive Tempomat ist klar, ich stelle eine Geschwindigkeit ein, fahre die so lange, bis ich auf jemanden stoße, der langsamer fährt als ich, dann bleibe ich im Sicherheitsabstand hinter dem Fahrzeug und übernehme quasi das Tempo vom Vordermann. Dazu gibt es auch noch einen Blindspot-Warner, mich überholt jetzt gerade jemand. Der warnt mich allerdings erst, wenn das Fahrzeug sich wirklich auf Höhe des Kofferraums befindet. Schwarze Autos erkennt er voll gar nicht, man weiß es nicht. Und wenn ich dann rausziehe, mache das jetzt mal, kommt schon wieder ein Bulli von hinten. Dann, also ich habe den Blinker gesetzt, nachdem der Bulli vorbei war, dann piept er auch. Sollte er natürlich machen, wenn der Bulli auf der Höhe ist, aber so, ne, damit man nicht zu schnell auffährt, geht ja auch. Während der Fahrt kann ich jetzt noch einmal durch den Bordcomputer durchschalten. Tacho, Infos. Achso, hier kann ich dann auch noch quer gehen. Und das war es dann auch schon. Ja, zudem gibt es noch einen Kollisionswarner oder wie Jeep das hier nennt, ein Auffahrwarnsystem. Kann ich sagen, nur warnen oder auch aktiv bremsen, wenn ich also zu schnell auf ein anderes Fahrzeug oder ähnliches auffahre, dann habe ich die Möglichkeit, mich entweder warnen zu lassen oder das Fahrzeug leitet dann auch autonome Bremsen ein. Und hier habe ich auch die Möglichkeit, Warnung, Seitenabstand, Ton und Anzeige, nur Ton zu sagen, beziehungsweise das Ganze auch auszuschalten. Mache ich auch mal eben. Ja, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, wir haben ja einen Spurhalteassistent, somit auch eine Kamera nach vorne. Verkehrszeichen scannt ihr aber nicht. Also ich habe hier nicht die Möglichkeit, mir die Tempolimits oder Überholverbote anzeigen zu lassen.
Ja, das war's. Das ist das Ende meiner Videokaufberatung hier zum Jeep Compass in der Limited-Ausstattungslinie mit dem 2 Liter 140 PS Diesel in Verbindung mit der 9-Gang-Automatik. Jeep gibt einen Neff-Verbrauch an mit 6,4 Litern und ich traue meinen Augen kaum. Der Bordcomputer sagt, dass wir auf den letzten 900 Kilometern im Durchschnitt von 7,7 Litern unterwegs waren. So nah bei so vielen Kilometern war ich schon lange nicht mehr am Neff-Verbrauch dran. Zugegebenermaßen, das ist ja kein Rennwagen und so auf der Autobahn fährt man auch mal so gemütlich 140, 150. Aber die Höchstgeschwindigkeit liegt ja bei 180, also so weit entfernt vom Topspeed ist man gar nicht. Ja, finde ich bemerkenswert, wirklich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, fange ich einfach an mit meinen drei üblichen Bewertungskriterien. Subjektive Art, meine persönliche Meinung zu diesem Auto. Das erste ist Fahrspaß. Ich tue mich immer sehr schwer mit SUVs generell. Fahrspaß definiere ich ja so Samstag irgendwie morgen schnell mal ins Auto und ein paar Kurven schrubben gehen oder so. Ne? Oder durch die Gegend cruisen. Ist hier nicht gegeben. Nee, Fahrspaß hatte ich nicht. Auch die 140 PS, also teilweise hatte ich immer das Gefühl, ich will noch ein Stück nach vorne rücken, damit ich besser das Gaspedal treten kann, damit er aus dem Quark kommt. Wobei, wenn man ihn tritt, dann fährt er ja auch durchaus. Aber ja, Fahrspaß, komm, lassen wir weg. Fahrkomfort. Es ist halt ein SUV, ich will nicht mal sagen alter Schule, so richtig unkomfortabel ist er nicht, aber er ist natürlich schon ein bisschen härter gefedert oder zumindest kommt es einem so vor im Innenraum. Die Sitze sind bequem, wobei ich da auch nicht zum Langstreckenkomfort sagen kann, ich war maximal eine Stunde im Auto unterwegs, aber da machen sie einen ordentlichen Eindruck und nehmen auch noch ein bisschen was vom mangelnden Federungskomfort weg. Ja, was ich lustig finde, ich finde, er ist, gerade wenn man in der Stadt unterwegs ist, doch ziemlich laut. Ne? Der Diesel nagelt richtig, also so buck, 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 buck quasi, so kommt es einem vor. Sobald man dann auf die Autobahn fährt, wird er deutlich ruhiger. Ne? Fahrtwind trägt dann das Nageln hinweg sozusagen. Ja, und was den Alltagsnutzen angeht, wir haben hier Platz für 4 Erwachsene, einen Kofferraum. Je nachdem, wie sich das mit der Zuladung verhält, da würde ich dann wirklich mit der Konfiguration zum Jeep-Händler gehen und sagen, ja, sag mir mal, wie viel darf ich denn zuladen? Weil 316 Kilogramm plus Fahrer, das ist ja nicht wirklich viel, ne? 500 hingegen ist eine ganze Menge. Damit kann sich dann leben lassen. Der Kofferraum ist für mich ansprechend groß, auch eben einfach zu beladen. Von daher passt schon. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare hier zum Jeep Compass. Was sagt ihr zu dem Fahrzeug? Und wenn euch der Clip gefallen hat, freue ich mich über den Daumen nach oben. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle und sage wie immer tschüss, bis dann, euer Jan. Der Compass ist das erste Mal 2006 gezeigt worden und was ich noch ganz interessant finde, lala, für mich als Mitbewerber ganz gut passt, ist am besten wohl der Range Rover Evoque. Ach guck, jetzt ist auch die Beleuchtung angegangen. Wow.